Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit der Software BitKinex Inhalte von der SD-Karte, Ihrer Upcam und generell von IP-Kameras direkt herunterladen können. BitKinex ist eine englische Software, die es auf www.bitkinex.com als kostenlosen Download gibt. Kannten Sie diese Software schon? Wenn ja, lassen Sie gerne ein Like da. Wenn nicht, schreiben uns gerne in die Kommentare, wie Sie die Aufnahmen vom Speicher der Kamera geholt haben. Als erstes gehen Sie auf www.bitkinex.com oder klicken einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dieser Link beinhaltet die Installationsdatei dieses Programms. Nach der Installation gibt es zu beachten, dass kein Icon auf dem Desktop erscheinen wird. Das Programm wird entweder in angepassten Pfad installiert oder standardmäßig auf C, Programme, BitKinex. Die auszuführende Datei nennt sich bitkinex.exe. Mit Rechtsklick und Senden an Desktop erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop. Beim ersten ausführen Sie das Programm in etwa so aus, wie Sie jetzt gerade sehen. Um nun eine Kamera einzubinden, klicken Sie mit rechter Maustaste auf HTTP, WebDev, New und WebDev. Geben Sie nun den Namen der Kamera an. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Vortex HD Pro. Ich nenne sie hier einmal Eingang. Wenn Sie den Namen eingegeben und mit Enter bestätigt haben, öffnet sich direkt ein Fenster. Bei Server Address geben Sie bitte die IP-Adresse der Kamera ohne http://. ein. Die Option Security lassen wir auf None. Bei der Authentication geben wir die Admin-Daten der Kamera an. Diese sind standardmäßig Admin und Admin. Bevor wir nun mit OK bestätigen, gehen wir erstmal links auf Sitemap. Hier sehen wir einen bestehenden Pfad. Auf diesen klicken wir einfach, wählen bei The Location Specify Directory Standard HTTP aus und klicken auf Update. Nun geben wir in das Textfeld /sd/ ein, wählen ebenfalls Directory Standard HTTP und klicken auf Add. Nun können wir unsere Eingaben mit OK bestätigen. Wenn wir nun einen Rechtsklick auf die angelegte Kamera machen und diese mit Browse öffnen, sehen wir in der Mitte den Ordner SD. Mit einem Doppelklick auf diesen sehen wir nun alle Ordner mit dem gewohnten Dateinamenschema Jahr, Monat, Tag. Rechts können wir nun unseren PC oder eine eingebundene Netzwerkfestplatte aufrufen. Mit gehaltener STRG-Taste können wir nun mehrere Ordner auswählen und sie entweder per Drag and Drop nach rechts ziehen oder sie mit dem grünen Pfeil in das rechte Verzeichnis transferieren. Nach einiger Wartezeit hört man einen kurzen Ton der Software und der Transfer der Aufnahmen ist fertig. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie doch gerne einen Daumen hoch da. Für Verbesserungsvorschläge sind wir natürlich jederzeit in den Kommentaren offen. Weitere Informationen zur Einrichtung der Kamera finden Sie auf unserem YouTube-Channel. Und um weitere Videos nicht zu verpassen, klicken Sie einfach auf Abonnieren.